Ja, herzlich willkommen. Schönen Dank, dass ich auch in diesem Jahr schon zum dritten Mal bei euch hier in Chemnitz dabei sein darf. Es macht immer wieder Spaß. Wenn der Schnee fällt, ist auch gut. Kinderjüglich am Füllfreund, ist entschätzt, wenn wir auch verstündes. Ödes Christus in den Städten sind für Partys and no Festation. Lüdi Dänze überall. Schön Geschenke, links im Resus Pütchen, Zitze Sänge. Freue dich, Christkind, komm bald. Süße die Glocken, die klingeln, als zu der Weihnachtszeit. Ist, als ob Engelein singen, wieder von Frieden und Freude. Leise, leise fallen weiße Flocken und ein Reh tritt aus dem Wald heraus. Braune Augen blinken ganz erschrocken. Ich stehe im Wald zu kalt, komm mit nach Haus. Am Kamin ist ein Plätzchen, das gehört unserem Kätzchen. Ich teile es mit dir, da wandern wir hin. Morgen durch den weißen Winter. Als ich ein Kind noch gewesen, das ist schon lange her. Da war Weihnachten ein Erlebnis, ein Märchen und noch viel mehr. Es gab nur kleine Geschenke, denn wir waren ja nicht reich. Doch diese bescheidenen Gaben kamen dem Paradiese gleich. Dort gab es Äpfel und Nüsse, mitunter auch ein paar Schuhe und, wenn es die Kasse erlaubte, ein kleines Püppchen dazu. Wie war doch das Kinderherz selig, ob all dieser herrlichen Pracht. Und es war ein heimliches Raunen um die stille, heilige Nacht. Dann wurde ich größer und älter und ich wünschte mir das und dies. Ich hörte auf, an das Christkind zu glauben und verlor dabei das Paradies. Und dann kam der Krieg mit all seinen Leiden, mit Hunger und mit Not. Da wurde ich wieder bescheiden und dankbar für ein Stück Brot. Wir alle wurden kleiner und nur ein Wunsch hatte Macht. Wir wollten vereint sein mit unserem... Funkelt wie Karfunkelstern, ist herrlich als es sieht. Öschobisch, Öschobisch, nevad ist das schön. Kengo kommt, wo schöre jetzt bis Sonderbüsche rennen. Öschobisch, Öschobisch, überall nicht spiel. Funkelt wie Karfunkelstern, ist herrlich als es sieht. Da und schlägt
Zertrat. In alle Welt wird jeder Jahr Anna der Hellige Nacht. Führen will wurde Welt voller Glanz, Glocke klang, in Throne verfreut, verlos in Lachen. Ulrich Hellos genutzte die Kant, es erspricht für Freundschaft den Frieden. Du schenkst Dinge, Jungus, Herrenjot. Du schenkst ganz dich selbst aus Herrenjot. Ich dat jetzt vor der, wo sind mir noch leifte Zelt. Herrenjot, wie in der Krippe von dem Herrenjot. Ne Himmelsglanz und von dem Herrenjot. Seht ihr aus da. Einfach hinterm Tresen versteckt hier. So, hier sind die süßen Kerle. Herzlich willkommen. Und wie ist der Weihnachtsmarkt für euch? Gefällt es euch heute hier? Ja, ist eine super Stimmung, auf jeden Fall. Sind viele Leute da und ich denke mal, wir können dazu beisteuern, dass wir hier jede Menge Süßigkeiten für euch bereit haben, auf jeden Fall. Ja, was gibt's denn hier? Ihr habt gesagt, jede Menge Süßigkeiten. Zuckerwatte habe ich schon mal gesehen. Was gibt's denn noch? Also, wir haben Zuckerwatte, wir haben Popcorn, wir haben Lebkuchenherzen aus München dabei. Wir haben Schokofrüchte, das heißt Banane oder Apfel oder Erdbeeren. Wir sind mit gebrannten Mandeln mit an Bord, mit Amaretto oder mit Ingwer, für die Leute, die was Gesundes mögen. Wir haben Eierpunsch noch mit an Bord oder auch kleine Geschenke, auch für morgen für den Nikolaus. Also Eierpunsch, würde ich jetzt mal sagen, ist eher was für Ostern. Passt das auch zur Weihnachtszeit? Ja, natürlich, gar keine Frage. Wer was Gesundes tun will, der trinkt Eierpunsch. Eierpunsch. Laissez partir comme ça, le train qui s'en va ne revient pas. Dans un instant, il va falloir se séparer. Tu m'avais juré de ne jamais me quitter. Et pourtant, voilà que tu es dans mes bras. Et déjà tu ne penses plus à moi, Juliana, Juliana. Kommt alle morgens hier, leckere Glühwein, selber gemacht. Ein Cola, ein Glühwein mit Amaretto, extra. Ein Kakao und Kaffee. Kommt alle mal, das ist für eine Junge. Yeah.
voice saying Christmas is here. Tearing out to tell the world that this is the season of cheer. I hear a call singing sweetly. Mein ganzes Herz gehört nur dir. Ewige Treue schwor ich dir. Und solange ich atmen kann, bleib ich stets in deinem Band. Ewiges für ein Leben lang. Dankeschön, danke ihr Lieben und euch noch einen wunderschönen Nikolausnachmittag und Nikolausabend. Ja, ein Riesenapplaus für unseren Freund Kurt Chris, gestern zum ersten Mal dabei, war einfach hervorragend den Einstieg. Es ist ja nicht ganz so einfach, wenn man den Debüt macht auf so eine Veranstaltung wie hier. Jeder schaut, klappt das, funktioniert das, das sind ja immer die ersten Eindrücke. Lieber Benoit, ich habe mich so schön akklimatisiert hier in Kelmis. Ich wollte mir schon in eurem Zelt von Radio Sunshine ein Feldbett aufstellen lassen, denn die vier Auftritte, heute einer, gestern drei, es hätte sich gelohnt, fast hier zu warten. Finde ich ganz, ganz toll. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder, vielleicht sogar im nächsten Jahr. Vielen, vielen Dank, lieber Kurt. Danke dir, Benoit. Und Dankeschön für dein Kommen. Dankeschön und viel Spaß gleich noch. Ich weiß, du hast noch Auftritte heute auf dem Aachener Weihnachtsmarkt, heute so irgendwann mal nach 17 Uhr. Nach 17 Uhr, ja. Und wir wünschen dir und die anderen Künstler auch viel, viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen, immer vielen wieder Dank, gerne. Herr. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. So, und jetzt darf ich eine Präsidentin auf die Bühne bitten. Und zwar die Präsidentin vom Verkehrsverein hier aus Kelmis. Und das ist Muriel Marz. Vielleicht noch ein bisschen mehr nach vorne kommen. Und zwar ist die Muriel zu finden, beziehungsweise der ganze Verkehrsverein direkt neben der Kirche. Da steht so ein Zelt, das ist wirklich schön eingebettet. Da hat man auch nicht viel mit Wind zu sehen. Nämlich da ist es ganz gemütlich. Und was ganz, ganz besonders ist, man hat dort während mehrerer Monate an diesen Nikoläusen gearbeitet. Da stehen jede Menge von diesen Nikoläusen. Und der Verkehrsverein hat davon jede Menge gemacht. Die haben Abend für Abend zusammengesetzt. Ich glaube, war das jeden Tag in der Woche? Ja, so wie jeder Zeit hatte, sind wir eigentlich denn eher abends oder morgens, je nachdem, öfters auch mal zusammen. Aber jede Woche waren an drei, vier Tagen Leute da und haben gebastelt. Nun haben wir jede Menge von diesen Nikoläusen da, die werden heute verkauft. Zu welchem Preis? Wir haben welche, die sind 30 cm hoch, die kosten 5 Euro, die 70 cm hohen 8 Euro und dann sind noch drei von 1,04 Meter, die kosten 12 Euro. Also die genaue, richtige Advents- oder Weihnachtsdekoration. Was aber ganz besonders ist am Verkehrsverein, dieser hat sich neu gefunden. Dieser Verkehrsverein gibt es noch nicht allzu lange. Wie lange hat er sich neu reformiert? Denn er war ja irgendwann mal nicht mehr da. Und da ist jetzt etwas Neues draus gestanden. Du bist die Präsidentin. Erzähl mal ein bisschen, wie lange er da wieder besteht. Ja, wir haben uns im Januar zusammengesetzt, weil es muss ein Dachverband gegründet werden, um verschiedene Subsidien zu kriegen. Also mit der Geschäftswelt, die jetzt auch wieder zusammengefunden hat unter dem Logo Made in Kelmis, die Gemeinde und wir. Und ja, wir sind momentan nur sechs, aber wir hoffen natürlich, dass noch andere Mitglieder zu uns finden. Die Gelder, die jetzt zusammenkommen, ist das für irgendeinen guten Zweck oder ist das, um die Kasse vom Verkehrsverein wieder aufzupäppeln? Denn der Verkehrsverein hat ja viele Funktionen. Ja, also das Geld geht effektiv in die Kasse vom Verkehrsverein, aber wird natürlich dazu benutzt, um einige Feste oder Aktivitäten für die Kelmiser Bevölkerung zu organisieren. Also das Geld bleibt für Kelmis. Was macht der Verkehrsverein? Ich weiß, dass in Österreich, da schaut ihr, dass die Hotels immer gut belegt sind. Was macht er hier in Kelmis, der Verkehrsverein? Ja, also wir sind noch ganz schüchtern im Anfang.
Was wir jetzt, also unser Hauptziel ist es, Kelmis wiederzubeleben, also wieder Aktivitäten zu gestalten, wie zum Beispiel der Genussmarkt oder hier die Gemeinde zu unterstützen mit dem Weihnachtsmarkt, auch mit dem 200-Jahresfest nächstes Jahr. Und ja, wo man uns halt braucht, sind wir da. Aber wirklich Konkretes haben wir jetzt im Moment den Genussmarkt im Juni, die 200-Jahresfeier und schon mal vormerken am 1. Oktober 2016 das Schützenlokal Revival Party für über 40-Jährige in der Patronage. Ja, also ganz, ganz toll. Es ist demnächst wieder jede Menge los in Kelmis. Es kommen Veranstaltungen dazu und wir freuen uns ganz besonders. Aber was ganz wichtig ist zu erwähnen, ihr habt da hinten einen Küsch als Symbol, den kann man heute gewinnen. Genau, das ist ein Unikat, also das ist einfach eine kostenlose Tombola. Wer diesen Kelmiser Weihnachtsküsch gewinnen möchte, kommt einfach bei uns vorbei, füllt ein kleines Los aus und heute Abend gegen 18 Uhr wird der Gewinner denn ermittelt. Ein Mann, den wir heute zum ersten Mal auf dem Weihnachtsmarkt begrüßen dürfen, ist und er heißt ganz einfach, schlicht und einfach für Sie alle, Tommy Larsen. Bitte schön, Bühne frei. Schönen guten Tag zusammen. Dankeschön für die nette Ansage. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal ganz langsam an. Kurt, trink du deinen Glühwein. Ja. Ich habe euch ein Liedchen mitgebracht. Das heißt der Hellige Mann. Ich denk so, yeah, Armin Känger zieht zurück. Zurück an das, was ich erlebt hab, voller Glück. Was war in helle Nacht, die mich so viel brannt. So als klinge jung, han ich at Freud gehabt. Trugse, schenk dat Söhnche at lang mit mir. Den Vater Hömmen fällt ganz leis at Würm durch Schnee. Ob in Straße werdet ihr dat, ganz wiss is in Innungsstadt. Ein Mann hat sich zu Herrn gemütlich macht. Ich han als klinge jung der hellige Mann gesehen. Et war so schön vor Jesu Kundischet mit mir. Durch der Wiese warte Lurte mich mit großen Augen an. Als klinge jung traf ich der hellige Mann. Ist wie jedes Jahr jetzt Meng. Neuner Weihnachtsmarkt, da wollen alle hin. Ein trüsch neue brande Mandel, in der Dom senkt der Kängerkorn. Der hellige Nacht, so steht das Bau bevor. Wie ein tolben Schnurz, da laufe sie sich platt. Für die hellige Nacht, weil jetzt zu verschenken hat. Ende Mann steht hat parat, hat ja auch die Kerze eingemacht. Denn endlich ist heute die hellige Nacht. Ich han als klinge jung der hellige Mann gesehen. Und war so schön vor Jesu Kundischet mit mir. Durch der Wiese warte Lurte mich wie große Aue an. Als klinge jung traf ich der hellige Mann. Doch wie der hellige Mann mich anruht, in helle Nacht, han ich in sein Auge gesehen. Ich wusste, dass das der Papp war, denn ich han net nie gesagt. Denn als klinge jung hat mich Freud gemacht. Ich han als klinge jung der hellige Mann gesehen.
Und wo so schön vor Jesu Uhr mischet mit mir. Durch der Wiese warte luret her, mich wie große Aue an. Als klinge jung truf ich der hellige Mann. Ich han als klinge jung der hellige Mann gesehen. Und wo so schön vor Jesu Gurt ich mit mir. Durch der Wiese warte luret her, mich wie große Aue an. Als klinge jung truf ich der hellige Mann. Der hellige Mann, der hellige Mann. Am zweiten Advent, da singen wir Liedchen für euch. El manche sind da, verzelle da eure Gedicht. Schön an. Bios in Kelmis, ob der Weihnachtsmarkt. Jetzt haben wir Kelmis hier mal. Christmas it, bring your zit, komm los, das Öllitsche singen. Christmas it, wir lüben zit, lass uns ein Gläschen bestellen. Christmas it, bring mehr ist das Leben nicht schön. Wir treffen uns so wie doch jedes Jahr an Domheimat. Einmal der Roschi, der ist so ein bisschen der Sprecher der Scorpions, und wir haben den Ralf Brange hier in der Mitte stehen. Jetzt fragen Sie sich alle, was wollen die da, was machen die, was ist das Problem? Das können wir Ihnen jetzt ganz, ganz gleich erklären. Sie haben hier vorne uns gegenüber von unserem Stand, von unserer Bühne, ein Zelt gesehen, da steht ganz groß drauf, Spendenaufruf für Lukas. Wer ist Lukas? Was hat Lukas? Wieso ein Spendenaufruf? Und genau das möchten wir Ihnen jetzt erklären. Der Vater von Lukas ist der Ralf Brange, und der Roger von den Scorpions, er hat gesagt, wir machen das, wir ziehen das durch, dieses Ding. Und ganz, ganz genau, dieser Junge, der Junge heißt Lukas, ist 9 Jahre jung und er ist ein Autist. Er wohnt in Hergenrath, nicht weit von uns. Und ich glaube, alle Herzen gehen um Weihnachten auf, wenn man heißt, man kann jemandem helfen. Vielleicht mit dem einen oder anderen Obolus nur. Und das ist ganz, ganz wichtig. Nämlich, wenn jeder zusammen 1 Euro nur spendet zum Beispiel. Es ist nicht viel für jeden, aber es kommt trotzdem jede Menge zusammen. Und Autist, ja, was ist ein Autist? Was ist überhaupt Autismus? Lieber Ralf, erklär vielleicht mal unser Publikum, was dein Sohn hat. Der Lukas ist atypischer Autist. Er kann keine Mimik, keine Gestik verstehen von anderen Menschen, kann sie selbst auch nicht rüberbringen. Er ist sehr sozial zurückgezogen, lebt quasi ein bisschen in seiner eigenen Welt, in Anführungszeichen, geht ungern auf die Straße. Er ist heute mal hier, er steht gerade vor der Bühne, gemütlich eine Fritte am Essen. Das ist aber nur möglich, wenn die Mama oder wie jetzt in dem Fall die Oma und die Schwester ihn begleiten. Und er hat ein großes Problem,
Geräusche, Blicke zu filtern. Wir neurotypische Menschen können Geräusche ausblenden, Hintergrundgeräusche ausblenden, wenn wir uns unterhalten oder uns, wenn wir was sehen, auf eine Sache konzentrieren. Das kann der Lukas nicht. Und dadurch kommt er sehr schnell in Stresssituationen, die er dann durch Brüllen und sich selbst schlagen versucht auszugleichen. Also wenn Sie nichts Genaues mit dieser Krankheit anfangen können, kann ich Ihnen mal einen Tipp geben. In 1988 gab es mal einen Film, der hieß Rain Man. Der ist damals in den Kinos gelaufen mit einer erwachsenen Person. Vielleicht kann man sich da nochmal ganz kurz in diese Erinnerungen setzen und da weiß man ganz genau, was in einem Autisten so vorgeht. Und wenn man sein Leben ein bisschen vereinfachen möchte, damit er auch in diesem Sozialleben irgendwo einen Platz findet, ist es ganz wichtig. Nämlich, er kann einen Hund bekommen, der ihn diese Krankheit erleichtern lässt. Man kann diese Krankheit nicht mit Medikamenten bezwingen, nein, das geht nicht, aber man kann mit dem Hund, vielleicht der Therapeuthund, dann sein Leben besser oder besser gestalten. Dieser Hund, was macht er? Wieso ist er gut? Der Hund wird zum einen ausgebildet, den Lukas zu begleiten, wie zum Beispiel auf solchen Situationen wie Weihnachtsmärkte, dass der Lukas alleine gehen kann. Der Hund wird ausgebildet, den Lukas abzuschotten, weil der Lukas es gar nicht mag, wenn man ihn anrempelt oder wenn es um ihn herum viel zu eng wird. Zum Zweiten ist der Lukas natürlich, wie jedes Tier, eigentlich ein sehr, sehr guter Freund, der den Lukas grundsätzlich unterstützt oder stützen kann. Der Hund ist aber auch ein Warnzeichen für uns, wenn der Lukas in Stresssituationen kommt. Diese Tiere werden darauf ausgebildet, das vorher schon zu, die spüren das einfach schon, dass er uns anzeigt, wenn es zu viel wird. Beziehungsweise haben diese Tiere, wenn es zu diesen sogenannten Overloads kommt, immer einen Zugang. Der Lukas selbst lässt mich, wenn er richtig aufdreht, dürfen wir nicht mehr an ihn ran. Aber dieses Tier hat immer die Möglichkeit, zu ihm ranzukommen, um ihn schnell aus dieser Stresssituation wieder rauszuholen. Ja, dann freuen wir uns, wenn vielleicht Sie jetzt mal ein bisschen hellhörig geworden sind. Nähere Informationen können Sie bekommen, und zwar in diesem Zelt hier vorne. Es gibt so viele Fragen, die man vielleicht zu diesem Thema noch stellen kann. Dann schauen Sie doch mal im Zelt hier vorne bei den Scorpions rein. Lieber Roger, du hast mal das Wort jetzt, denn die Scorpions haben von Anfang an gesagt, wir unterstützen die Situation, wir nehmen uns das Ganze in der Hand. Denn wer weiß, denn Rockerclub, der Treigerclub macht viele solche Sachen, wo man andere Leute unterstützt, die vielleicht irgendwo ein Problem haben. Und ihr habt es das zu Herzen genommen, die Scorpions, den Lukas zu helfen. Man muss zusammen 25.000 Euro zusammenwirtschaften. Das ist eine Menge Geld, lieber Roger. Bis jetzt hat man schon ein bisschen zusammen, aber du, wir alle sind felsenfest überzeugt, dass ihr das schaffen werdet. Ja, wir haben uns auf jeden Fall zum Ziel gesetzt, die 25.000 Euro zusammenzukriegen. Wir haben schon zahlreiche Veranstaltungen gemacht und wir schaffen das. Ich bin überzeugt davon. Weil im deutschsprachigen Gebiet von Belgien wohnen nur 70.000 Einwohner. Wenn jeder 1 Euro geben würde, könnte man 3 Menschen helfen. 3 Menschen glücklich machen. 1 Euro tut nicht weh, aber die Betroffenen, die Familien und alle mal das ganze Umfeld ist wirklich abhängig davon, dann das Geld zusammenzukriegen. Und es müsste auch zu schaffen sein. Ja, wir applaudieren für die Scorpions, die gesagt haben von vornherein, wir machen das, wir nehmen uns zusammen, wir setzen hier eine Bude auf, wir verkaufen Glühwein, alles, was heute zusammenkommt, ist zugunsten von Lukas, und es gibt noch sage und schreibe Spendedosen. Diese Spendedosen haben Sie vielleicht schon im einen oder anderen Laden gesehen. Es sind jede Menge davon, da klebt dieses Schildchen drauf, Spendenaufruf für Lukas, und das haben Sie überall vielleicht schon in den Geschäften gesehen, und da kann man den einen oder anderen Obolus reinschmeißen. Auch hier bei uns auf der Bühne können Sie vorbeikommen, da was reinschmeißen. Gestern waren auch schon einige, die haben da was reingeschmissen. Es geht alles, wie gesagt, nach Lukas. Es ist ganz, ganz wichtig. Man hat sich ein Ziel gesetzt, noch dieses Jahr die Summe zu erreichen. Ja, okay, Ziele muss man sich setzen. Das werden wir klar nicht schaffen. Aber wir bleiben weiter im Ball, dass wir die Summe zusammenkriegen. Und mit eurer Hilfe können wir es vielleicht schaffen. Alleine wie's früher war, am Christbaum in Engelhorn, in der Krippe lang stehen, ja, das hätte ich so gern. Alleine wie's früher war, so friedlich, so wunderbar, so sehr ich so froh. Das wünsche ich mir so.
vorstellen, jo, das hätte ich so gern. Aber in der Friedensbär war so friedlich, so wunderbar, so selig, so froh. Das wünsch ich mir so, das wünsch ich mir so. Reinhard Wies, früher Mama. Und hier ein Klassiker aus Amerika. I'm dreaming of a white Christmas.
mich sehr gefallen. Wie oft hat Jose in der Zeit ein Baum von dir mich überfreut. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mich sehr gefallen. Wünsche euch auch schön Weihnachtsfest in der Zerbo Spanisch. Feliz Navidad. Ja, immer Weihnacht wird mich glücklich. Es ist mehr mit Freude und Wort. Wir sind zusammen, alle Söhne, die sind wie. Es ist so wie der wir sind zusammen, singen alle nur Lied. Ja, mit mal klatschen. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, oh, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a merry, ich wünsche schöne frohe Weihnacht, nenn ich die schöne frohe Weihnacht, from the bottom of my heart. Liebe Mamas und Papas, liebe Omas und Opas und vor allem liebe Kinder, hier sind für euch Bobo und Lo. Wow.
Die beiden Zauberlinge sind heute Abend hier, um sich mit euch in die Weihnachtszeit zu zaubern. Und wie geht das am besten? Natürlich mit Zauber und Musik. Aber bevor es losgeht, machen wir einen kleinen Stimmungstest. Wer freut sich denn schon auf Weihnachten? Wir können euch nicht hören. Wer freut sich auf Weihnachten? Nun klatscht alle kräftig mit, denn jetzt zaubern Bobo und Lo uns in die Weihnachtszeit. Maria zu gehen.
schützt uns in Chemnitz.